Ja, ich habe etwas, ein bisschen was anderes zu erzählen und habe auch vorsichtig gefragt, ob das überhaupt heute hierher passt, weil es das, was wir im Probstdorf versuchen, nicht vorgesehen ist. Das ist einmal eine, das immer mit zu bedenken. Ja? Also Sie suchen vergeblich in den offiziellen Papieren nach diesem Modell. Kurz zu Probstdorf. Probstdorf ist das, was Gersthofer mal war, nämlich ein Dorf, aber geblieben. Aus dem 11. Jahrhundert stammend, 16. und 17. Jahrhundert kamen drei Filialdörfer dazu. Heute sind wir eine Vier-Dörfer-Pfarre, aber nicht durch die Zusammenprozesse zusammengelegt, sondern immer schon so geplant. Die Aussicht, wir haben dann nachgedacht, was ist unsere Zukunft, und haben uns dann entschlossen, abzuschaffen das Vokabel, was wird mit uns geschehen oder was erwartet uns, und wollten es durch den Satz ersetzen, was wollen wir denn selbst. Damit haben wir uns das Warten auf das, was geschehen soll, irgendwie erspart. Und unsere Vorgabe, wir sind etwa 2.500 Menschen. Wie viele davon gläubig sind, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht einmal von denen, die in die Kirche gehen. Ich kenne aber einige, die nicht in die Kirche gehen, die ich aber als gläubig bezeichnen würde. Aber das nur so während eigener Abend. Wir haben dann gesagt, was würde uns erwarten, wenn wir nicht selbst eine Spur ziehen. Wir leben in der Nachbarschaft einer Kleinstadt, Groß-Enzersdorf, einige von Ihnen kennen es vielleicht, von Eskimo Iglo, ist was gescheit, wo schon eine Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern, wo schon 5 Dörfer dabei sind, rundherum. Also es würde, nach dem Zusammenplan ist so gedacht, dass die 4 Dörfer noch dazukämen, dann hätten wir eine Kleinstadt und 9 Dörfer. Übrigens ist noch nicht alles, es gibt im Burgenland eine Pfarre, die besteht aus 18 Dörfern. Nur, dass Sie wissen, was hat, da ist noch Luft nach oben. Wir wollen eine überschaubare Gemeinde sein. Jetzt kommt noch etwas dazu, was ich hier ganz offen sage. Wir sind benachbart zu zwei Pfarrern, deren Pfarrer ein ziemlich anderes Kirchenbild haben als wir in Probstdorf. Das sollte in diesen Fragen auch nicht unwesentlich sein. Dann wird gesagt, überschaubar, das heißt für uns, nachdem wir feststellen, dass die 4 Dörfer sich jetzt schon gar nicht so leicht tun, aufeinander zu achten und einander wahrzunehmen, Dörfer leben da etwas anders als Bezirke, haben wir gesagt, ist das eigentlich eh schon das Maximum. Und überschaubar, das zweite war, wir wollten die Feier der Sakramente und die Gemeinde beisammenhalten. Also sozusagen das Modell, dass ein Priester kommt und sozusagen die Liturgie vollzieht, das gefällt uns nicht, weil ja Liturgie Teil des Gemeindelebens ist. Und Eucharistie speziell und zentral ist Gemeinde und Gemeinde ist Eucharistie. Wir wollten einen langfristigen Weg, weil wir jetzt schon merken, dass die Personalpläne, die für die Verbände und die Pfarren neu, übrigens gibt es das Wort, glaube ich, nicht mehr, jetzt heißt es Pfarre mit Teilgemeinden, jetzt gemacht werden, teilweise schon jetzt nicht mehr stimmen. Ja, also es kann vom Machfeld, könnte ich Ihnen später noch einige Details dazu erzählen. Das geht einfach viel zu rasch, es sind die Priester dann doch nicht zur Verfügung, die geplant sind, also für diese Funktion geplant sind und so weiter. Und da haben wir dann gesagt, wir halten Ausschau nach etwas, und gefunden haben wir das Lobinger Modell, das es offiziell auch nicht gibt. Das heißt, es gibt es als Idee, aber es wird kirchenoffiziell nicht erwähnt. Mit zwei Ausnahmen. Die eine ist Erwin Kreutler, der spricht davon öffentlich und hätte dieses Modell auch schon für die Amazonas-Synode als Beitrag einbringen wollen. Und das ist Papst Franziskus, der einerseits von Kreutler darauf angesprochen, auf dieses Modell, auf seinen Schreibtisch hingedeutet hat und gesagt, das liegt dort ganz oben auf. Und in einer Pressekonferenz auf Lobinger angesprochen, hat Franziskus gemeint, das kenne ich, ja, das muss man überlegen. Was ist das Modell? Das Modell ist, Männer, wir sagen dazu Frauen, aus den Gemeinden, werden nach einer gehörigen Ausbildung und Vorbereitung auf die sakramentalen Dienste
vorbereitet und beauftragt. Das ist der Punkt, der nicht vorgesehen ist. Ich habe gerade die Bibel aufgeschlagen, Apostelgeschichte 14, 23. Da geht Paulus nach Antiochien mit Barnabas. Und das heißt dort ganz lapidar in diesem Satz, das sage ich Ihnen später, ich habe schon eine Bibellesung gehabt. Also Sie haben Älteste, die nicht dem Alter nach Älteste sind, sondern der Autorität, dem Vertrauen, der Probatheit nach, und Sie werden beauftragt, die Gemeinde. Sie empfehlen sie im Gebet dem Herrn, und Paulus und Barnabas ziehen weiter ohne den Satz: und zuständig ist für euch der Erbe. Oder euer Pfarrer sitzt in Ikonion. Das sind die beiden, wo sie kurz vorher waren. Ja, dieses Modell von Lobinger, das Zulehner übrigens in Europa bekannt gemacht hat, haben wir uns verliebt. Und das haben wir dann ab 2013 angefangen, als Pfarre, als Gemeinde, uns langsam anzueignen. 2013 haben wir mit Gemeindeversammlungen angefangen dazu. Und dann haben wir im vergangenen Juni in den Gottesdiensten, nach den Informationsabenden dazu, haben wir in den Gottesdiensten die Gottesdienstfeiernden gebeten, personale Vorschläge zu machen. Wer ist in euren Augen für diesen Dienst gut und fähig und bereit? Da sind eine ganze große Zahl von Vorschlägen gekommen. Dann haben wir den Weg gewählt, die Vorgeschlagenen noch einmal einzuladen zu einem Informationsabend, weil manche von denen komplett überrascht waren. Dann haben wir mit denen durchgedacht, was könnte das praktisch heißen. Und aus diesen Abenden haben sich dann mit der Bitte, sich zu überlegen, nach Hause zu gehen und dann noch einmal eigens zu sagen, und sind dann drei Männer und drei Frauen übergeblieben, die gesagt haben, ja, wir lassen uns auf diesen Weg ein, obwohl völlig ungewiss ist, was daraus wird. Das ist ein bisschen eine komische Geschichte, das hat man nicht gern. Aber wir haben uns einmal gesagt, wir gehen ihn einmal. Und die sind auch darauf vorbereitet, dass das, was wir uns vorstellen, vielleicht nicht oder nicht gleich kommt. Und würden es dann auch nicht als Frustration sehen, sondern auf jeden Fall werden wir was gelernt haben. Und wer weiß, was sich bis dahin tut. Im Großen und Ganzen der Kirche. Das ist es, was wir versuchen. Es gibt eine zweite Pfarre in Niederösterreich, die einen ähnlichen Weg geht. Es gibt zwei oberösterreichische Pfarren, die sich auch dafür interessieren. Und ja, vielleicht werden wir auch mehr. Was uns allerdings, muss ich einige Spezialitäten dazu sagen, wir glauben, wir haben das gründlich durchgedacht, dass dieses Team von Liturgieleiterinnen und Leitern, nennen wir es jetzt einmal vorsichtig einmal so, besser nicht die Pfarre leitet, sondern dass die Pfarre geleitet bleibt vom Pfarrgemeinderat, vom Pfarrleitungsteam. Warum? Erstens einmal aus ganz praktischen Gründen, weil es für Ehrenamtliche nicht denkbar ist, dass sie sozusagen das alles machen. Und zweitens, weil es auch nicht uninteressant ist, über das nachzudenken, was diese nun schon so lang eingespielte absolute Einheit zwischen dem Vorstehen der Eucharistie und dem Leiten der Gemeinde, gibt es da nicht auch Alternativen dazu? Und das ist das, was wir probieren. Das wird natürlich nicht begrüßt, um es gelinde zu sagen. Aber wir haben beschlossen, dass uns auch das zunächst einmal nicht so bekümmert, dass wir damit aufhören. Ich spüre es natürlich einmal am meisten, weil ich wäre von unserem Bischofsvikar, Turnowski, immer wieder sanft und durch die Blume gefragt, ob ich nicht langsam in Pension gehen wollte. Ja, die Frage fängt immer so an. Also, wie stellst du dir eigentlich deine Zukunft vor? Also, typisch katholische Geradheit, würde ich sagen. Man spricht immer klar an, worum es einem geht. Und ich frage dann, du meinst die Pension? Ja, ja. Und dann sage ich, also wie es mir geht, rosig, sage ich immer, rosig. Und die Pension, das sage ich dann dazu, also ich bin nach halbwegs benannt, mit Kräften, und vor allem sage ich dann ganz scheinheilig dazu, noch dazu sind wir ja so wenig. Und
damit ist das Gespräch meistens zu Ende, aber im Quartalsabstand fängt es immer wieder neu an. Das heißt, was ich sagen will, ist, ich bin jetzt 67, ich habe mir vorgenommen, die Zeit, die mir noch bleibt und die ich einigermaßen noch bei Kräften und bei Verstand, bei ausreichend Verstand bin. Manche glauben, das bin ich jetzt schon nicht mehr, aber ich kann es Ihnen jederzeit im Test beweisen, dass ich noch lesen und schreiben kann. Also dass ich die Zeit einfach hineinbuttere in diese Heranbildung. Wie machen wir das derzeit? Wir treffen uns in diesem Team sozusagen regelmäßig, um herauszukriegen, was braucht ihr für Grundlagen, was denkt ihr selber, was ihr wissen solltet, wie können wir uns das beschaffen? Und die zweite Geschichte ist, dass wir jetzt demnächst anfangen damit, die Eucharistiefeiern nur mehr in Co. zu leiten. Das heißt, ich werde immer mit einem von den 6 Personen dann eine Eucharistiefeier miteinander vorbereiten und die Teile der Eucharistiefeier dann auch aufteilen, sodass es auch einen Kulturwandel gibt, einen optischen Wandel. Das ist das, was ich heute hier erzählen kann, ohne Beiwerk und was das bedeutet zwischen den, also innerhalb des Diözesan-Settings, das müssen Sie selber einschätzen. Also, aber schon es Ihnen erzählen zu dürfen, war mir die Reise nach Gersthof auf jeden Fall wert.